Hallo und willkommen zurück hier bei Pyrox Games. Und ja, ich sage bewusst willkommen zurück, denn ich bin wieder da nach einer kleineren koronalbedingten Auszeit, könnte man sagen. Ich war die letzten zwei Wochen ja wirklich dem Tode mehr oder weniger nahe. Nein, Quatsch, Männerschnupfen ist ja eh immer so eine Sache. Ich bin tatsächlich, habe mich die letzten zwei Wochen wirklich zurückgehalten und ich hätte gerne ganz, ganz viele Videos gemacht, aber ich hatte tatsächlich Corona, für alle, die es noch nicht mitbekommen hatten. Und zum Glück, bevor die Fragen auftauchen, es war ein milder Verlauf, mir geht es wieder gut und deswegen kann ich jetzt auch hier wieder für euch Videos machen. Und ich habe ja ein bisschen was aufzuarbeiten und mich haben in der Zeit tatsächlich ganz oft viele verschiedene Fragen ja quasi erreicht und ich möchte das gerne versuchen irgendwie aufzuarbeiten. Und das Wichtigste ist dieses hier für mich, das ist nämlich das Titel-Update, welches wir vorgestern bekommen haben, also am 30.03. auf jeden Fall, wo wir das bekommen haben, mit den Änderungen unter anderem oder massiverweise die Änderungen für die Grand Arena Championship. Und da gibt es ein zweites Video zu, also dieses Thema Titel-Update ist zweigeteilt und das ist jetzt sozusagen das gute Video, könnte man sagen, das Faktenvideo. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, was hat sich jetzt eigentlich geändert, weil ganz viele Leute das eben nicht mitbekommen haben und ich immer wieder Fragen gekriegt habe, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Deswegen das jetzt etwas verspätet, auch wenn wir es ja schon ein bisschen haben. Und das zweite Video beschäftigt sich explizit, das ist dann so eine Art Mimimi-Rant-Roasting-Video, whatever, weil sie haben hier eine Sache mit dabei, die ist kolossal bescheiden. Und da werde ich mich dann einmal zu äußern, weil das liegt mir tatsächlich wirklich sehr auf dem Herzen. Ich würde sagen, ohne lange Worte geht es dann jetzt hiermit los und ich werde tatsächlich den Grand Arena Teil dieses Titel-Updates bewusst ganz zum Schluss machen. Werde jetzt erstmal mit den generellen Dingen anfangen, denn ich möchte euch für zwei Dinge was zeigen. Zum einen die Grand Arena, ja, und zum anderen den Schrotthändler, denn da hat sich auch ein bisschen was getan und das möchte ich euch dann im Spiel nämlich alles einmal zeigen. Also, fangen wir zunächst einmal an. Wir überspringen jetzt einfach mal Sign Up, Lock at Any Time, Defense Tool, bla 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 bla. Wir fangen mal mit den Kleinigkeiten dieses Titel-Updates an, die durchaus doch eine relativ gute Änderung sind. Das ist nämlich der Omikron-Indikator. Bisher war es ja immer so, es war fröhliches Ratespiel angesagt im Bereich der Omikrons. Man wusste in den TVs niemals oder in der Grand Arena auch niemals, habe ich jetzt eigentlich einen Gegner mit Omikron oder nicht? Man musste genau hingucken, weil man musste wissen, welche Charaktere haben denn jetzt eigentlich überhaupt einen Omikron und woran erkenne ich denn, dass sie einen Omikron haben? Naja, bei einigen Charakteren war das relativ einfach. Man hat es erst dann gesehen, oder man hat es dann gesehen, wenn sie auch ein Zeta vorher auf derselben Fähigkeit hatten und dadurch dann entsprechend, wenn das Zeta angezeigt wurde, konnte man sagen, jawohl, das ist ein Charakter, der hat ein Omikron. Hier muss ich jetzt aufpassen. So, Achtung, Obacht. Das funktionierte aber leider nicht bei den Fähigkeiten, bei denen es sich um Fähigkeiten handelte, die kein Zeta haben. Dann hat man das nicht erkannt. Zum Beispiel bei, ich weiß gar nicht, bei Chief Chirper war es so. Also es gibt einige einzigartige Fähigkeiten oder generell Fähigkeiten ohne Zeta, wo man das nicht sofort sehen kann. Und das war also immer ein bisschen schwierig. Und deswegen hat Capital Games jetzt einen Omikron-Indikator hier ins Spiel gebracht, der dann in der Übersicht angezeigt wird, ähnlich wie die Zetas auch, mit im Charakterporträt steht dann unten so ein kleines Omikron-Symbol. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Sache. Und eine kleine Sache, die noch fehlt, das haben sie aber schon gesagt, ist, dass man tatsächlich nicht sehen kann, wie viele Omikrons man verteilt hat. Denn zum Beispiel Charaktere wie der Boba Fett, Sohn des Jango, hat ja drei Omikron-Fähigkeiten und man sieht leider nicht, wie viele von den Omikrons man vergeben hat. Das kann unter Umständen durchaus relevant sein. Ja, das ist das. Im selben Atemzug, by the way, sei erwähnt, sie haben auch die Zeta- und Relikt-Anzeigen in der Truppvorschau auch jetzt eingefügt. Das ist eine sehr, sehr schöne Änderung. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr. Und apropos Charakter- oder Teamvorschau. Es gibt eine Änderung, das ist nämlich die Enemy Fleet Review. Das hatten wir auch in der Road Ahead, in dem passenden Video hatte ich das auch schon dabei, das haben sie angekündigt, dass man dann jetzt ab sofort auch sehen kann. Oben in der Leiste haben wir es bei den Truppen ja jetzt schon ein bisschen länger, ein paar Tage.
wo man sehen kann, gegen welches Team man eigentlich antritt. Das war so eine Änderung, die irgendwie passiert ist. Das haben sie nicht groß kommuniziert. Und dasselbe gibt es jetzt auch für die Flotten. Leider nicht mit den Reinforcements. Das wäre natürlich jetzt noch eine schöne Sache. Das heißt also, da besteht weiterhin fröhliches Rätselraten. Man bekommt jetzt 7 Symbole oben angezeigt. Habt ihr garantiert auch schon gesehen. Ne, mit den 3 Startschiffen, dem Großkampfschiff und den 4 Fragezeichen. Gut, eigentlich sind es die 3 Fragezeichen. Aber gut, Cabal Games hat sich gedacht, warum 3? Wir nehmen einfach 4 Fragezeichen. Ihr merkt auch schon, Corona hat meinem bedingten schrägen Humor keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Man muss ein bisschen geilen Humor entwickeln, wenn man damit durch die Gegend läuft. Ja, ihr seht hier auch schon die eine Änderung. Das ist nämlich die Ship Defense Expansion for Grand Arena. Und das werde ich jetzt nur, damit ihr es schon gehört habt. Es gibt ab sofort, wenn ihr in der Kalberliga spielt, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, 3 Flotten zu stationieren. Das heißt, ihr braucht 3 für die Verteidigung und 3 für den Angriff, sobald ihr in die Kalberliga kommt. Und darum dreht sich dann mein kleines Ranting-Video, welches ihr im Laufe dieses Tages dann auch noch bekommen werdet. Weil das ist eine ziemlich bescheidene Änderung, meiner Meinung nach. Achtung, Spoiler, by the way. So, aber deswegen werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, ihr seid gewarnt, ihr seid darüber informiert, dass es das gibt. Kommen wir jetzt zum ersten der beiden Teile, die ich euch zeigen möchte, nämlich den Scavenger Canal Craft Gear. Denn der Schrotthändler ist nicht mehr einfach nur ein Schrotthändler. Nein, es ist jetzt der Schrotthändler 2.0. Und ich würde sagen, lasst uns mal reinschauen ins Spiel. Und wir gucken mal, hier ist jetzt dieser Schrottsammler. Und das haben vielleicht einige haben es schon gesehen. Aber ich musste tatsächlich ein bisschen suchen, bis ich es gefunden habe. Denn was jetzt dieser Schrottsammler neuerdings tut, man kann jetzt nicht nur hier diese einzelnen Teile hier anklicken. Das ist alles ganz schön, alles ganz wunderbar. Sondern man kann jetzt auch, wenn man denn hier unten irgendwo irgendwelche fertigen Teile hat, wie zum Beispiel hier, die Typ 3 Betäubungshandschellen von Cherka kann man jetzt beim Schrotthändler auch herstellen. Das heißt, man kann hier jetzt auf Herstellen drücken und dann kommt man in einen Herstellen-Dialog, so wie wir das ganz normal auch haben, und kann das hier basteln und direkt auswählen. Das ist mega, mega cool, denn das hat mehrere Vorteile. Zum einen habt ihr jetzt den Vorteil, ihr braucht jetzt nicht mehr, so wie ich das teilweise auch gemacht habe, denn es gibt ja hier bei den Aurodium-Kühlkörpern, oh Gottes Willen, was für ein Wort, gibt es ja hier die guten Typ 3 Holoprojektoren von Siena. Die kann man entweder kaufen für 300 Kristalle im Shop oder wenn man genug von den Einzelteilen hat, sie entsprechend zusammenbauen. Das ist ja so das Best-Teil für den Aurodium-Kühlkörper vor der Änderung, weil mittlerweile benutze ich tatsächlich die Bergungsgut-Typ 5 Droidenrufer, weil ich die mittlerweile zuhauf habe und nicht so schnell verbrauchen kann. Aber vorher, nur um das als Beispiel weiter herzunehmen, gab es hier die Möglichkeit, dass man, da musste ich dann hier in den Charakter reingehen, musste mir das dann aussuchen, musste gucken, suchen wir hier, ah, okay, jetzt da, zack, herstellen, bla bla bla, wieder zurück, bla 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 bla, eintragen, bumm, fertig. Brauche ich jetzt nicht mehr machen. Das heißt also, ich kann es direkt hier sofort machen. Ich möchte gerne, ich weiß, ich habe genug Teile von irgendwas, ich möchte das gerne herstellen, also kann ich das hier direkt machen. Das ist das eine, also man spart sich sehr, sehr viele Klicks, um zum Ziel letzten Endes zu kommen. Und die andere, viel bessere, viel coolere zusätzliche Ergänzung ist die Möglichkeit, dass man jetzt nicht mehr Charaktere wie zum Beispiel den Arknord auf einer gewissen Equipmentstufe zurückhalten muss, wenn man entsprechendes Equipment kleinschreddern möchte. Also wenn man oder vorherstellen möchte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Charakter, nur mal angenommen, ich bräuchte nicht bei 35 Millionen Charakteren jetzt Typ 3 Holoprojektoren oder sowas und könnte sie nirgendwo herstellen. Dann hätte ich jetzt gerne die Möglichkeit, wenn ich sage, naja, ich will jetzt schon mal Ausrüstung zusammenfahren für den nächsten Charakter, den ich mir farme, dann kann ich das jetzt im Vorfeld schon tun. Ich kann hier also jetzt schon Equipment zusammensuchen und zusammenbasteln, was ich für Charaktere brauche oder später gut gebrauchen kann, also wenn ich das schon vorweg plane. Und das ist eine sehr, 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 sehr schöne Möglichkeit und das heißt also, wenn ihr entsprechend irgendwie mal Ausrüstung herstellen wollt und wisst nicht genau, ne, Charakter oder was auch immer, könnt ihr jetzt das Ganze hier im Schrottsammler machen und könnt das hier direkt vor Ort quasi herstellen. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Änderung. Ich freue mich darüber sehr.
Die andere, zweite große, das zweite große Thema, großes, das ist tatsächlich eigentlich das große Thema, der Schrottsammler ist auch sehr schön, ich wollte es euch zumindest gezeigt haben, ist die Änderung an der Grand Arena. Denn es gibt nicht nur das neue Edit Defense oder Set Defenses Fenster, sondern es gibt jetzt auch noch zwei, drei kleine andere Änderungen. Ich hatte sie in der Road Ahead bereits auch schon angesprochen, aber ich werde sie der Vollständigkeit halber hier auch nochmal kurz anreißen. Und zwar ist das jetzt so, dass es hier den Sign Up and Lock at Any Time gibt. Das heißt also, sobald ein neues Event, ein neues Event gestartet ist, kann man sich einfach anmelden, zack. Und dann, und das haben sie hier als wunderschönes Bild, gibt es dann einen Button, der nennt sich Resave Roster. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mich ja Stand vor dem Update für eine Grand Arena angemeldet habe, ist ja mein Roster komplett gelockt worden mit allen Charakteren, mit allen Mods, mit allen Ausrüstungsstufen, mit allem drum und dran, Zeta und so weiter. Das heißt, wenn man danach dann feststellt, scheiße, ich habe vergessen, die Mods umzumachen, kann das mitunter sein, dass man dann irgendwie doch Griff ins Klo gelandet hat und dann ist doof. Oder man sagt, na, ich will da jetzt noch was machen und so wie es jetzt bei der Zeitumstellung gewesen ist, so, jetzt ist gleich 23 Uhr, oh wait, Moment, warum hatten die Grand Arena schon um 22 Uhr gestartet? Scheiße, vergessen mich anzumelden. Dödö. Ja, also alles, weil man es versucht hat, nach hinten rauszuzögern, um wirklich, wirklich kurz vor knapp den letzten Stand noch irgendwie mitzunehmen, braucht man jetzt nicht mehr machen, man meldet sich einfach an, zack, geht an, im Zweifelsfall, wenn sich was geändert hat, auf Resave Roster, fertig, Ende Gelände, supiduppi, top. Finde ich, ist eine gute Sache, war längst überfällig und jetzt ist es endlich da. Bevor wir uns dem Edit Defenses Tool widmen werden, weil das werde ich euch auch in-game zeigen, möchte ich euch zunächst einmal noch mit den More Frequent Division Changes noch einmal vertraut machen. Denn das bedeutet jetzt, oder das ist jetzt neu, ist, dass sich die Art und Weise, wie wir innerhalb der Divisionen auf- und absteigen, zukünftig verändern wird. Nur um das einmal kurz zu zeigen, gehe ich einmal ins Spiel. So, das ist die falsche Liste. Da kommt man ja auch immer ein bisschen durcheinander. Ach nee, das war unter Info, war es. Unter Info. Ja, die Tabs sind immer total. Gut, genau, hier sehen wir es. Ligen und Divisionen. Hier ist das ja so, ich bin jetzt in Kaiber 3 zum Beispiel und bisher war es ja jetzt so, dass man am Ende jedes Events innerhalb einer Division auf- oder abgestiegen ist, je nachdem, wie sich das Skill-Rating innerhalb dieses Events verändert hat. Also wenn man jetzt dreimal gewonnen hat, hat man vielleicht ein höheres Skill-Rating und steigt möglicherweise in der Division weiter auf. Also ich würde dann eventuell von Kaiber 3 auf Kaiber 2 promoted werden. Oder wenn ich mehrfach verloren habe, mein Skill-Rating geht nach unten oder andere Leute überholen mich oder was auch immer, gehe ich runter auf die Kaiber 4 zum Beispiel. Ja, das ist, passiert ja jetzt immer, wenn man drei Matches durch hat. Neu ist jetzt in diesem Update, was sie jetzt gemacht haben, dass sich diese Änderung bereits nach jeder Runde ändern kann, also nach jedem Match. Das heißt, man hat ja in jedem Event hat man drei Runden, das heißt drei Gegner, gegen die man kämpfen muss. Und jedes Mal, wenn man gegen einen Gegner gekämpft hat, verändert sich das Skill-Rating. Und auf der Basis dieses Skill-Ratings kann es schon sein, dass man während dem laufenden Event innerhalb der Liga auf- und absteigt. Das ändert nichts daran, wie letzten Endes dieses ganze wie man da das Matchmaking in dem Moment ist, also auch man kämpft dann eventuell gegen Gegner in einer anderen Division im Zweifelsfall, das ist aber egal, weil die Matches sind soweit fertig, aber die große Auswirkung ist, dass man im Zweifelsfall während eine Runde läuft schon für zwei, drei Tage weniger tägliche Kristallbelohnung bekommen kann. Das heißt also, der Anreiz, wenn man seinen Kristall Einkommen hochhalten möchte, muss man versuchen, tatsächlich auch entsprechend gut und oft zu spielen. Also so ein, ach ja, ach, ich will jetzt gerade mal, hab mal gerade keinen Bock, ach, Skill-Rating ändert sich sowieso nicht, wenn ich einmal gewinne, Bastjo, dann, ich habe ja eh eine ganze Woche dann das Einkommen und dann passt das schon. Ist dann jetzt nicht mehr so. Also es kann tatsächlich sich während eines Events alle zwei Tage kann sich theoretisch die Division ändern. Das ist eine wichtige Änderung, ändert vielleicht auch bei dem einen oder anderen seine Spielweise, seine oder ihre Spielweise. Dass ihr das auf jeden Fall wisst. Achso, und bei, um das der Vollständigkeit halber zu machen, das generelle Wechsel innerhalb einer Liga, also von Aurodium zu Kaiber oder umgedreht oder von Bronzium in Chrom oder von Carbonit in Bronzium oder was auch immer, passiert weiterhin nur am Ende einer Saison. Also das heißt, nach Ende eines
5-Wochen-Zyklus. So, das heißt, dadurch wird man in den Ligen auf- und abgestuft. Das passiert wirklich nur dann. So, so viel dazu. Das andere waren die, ist dieses Verteidigungsbearbeiten-Tool. Das kennt ihr ja schon. Ich habe jetzt bisher noch keine Verteidigung gesetzt. Ja, also ihr habt diesen Bildschirm mit Sicherheit schon gesehen. Da könnt ihr Verteidigung bearbeiten für 5 gegen 5 und 3 gegen 3. Könnt ihr hier drauf gehen, könnt klicken, Arbeit betreten, super, toll, Flotte hinzufügen. Und dann kann man sich jetzt hier zum Beispiel irgendwelche tollen Dinge zusammenstecken, weil man die unbedingt hier haben möchte. So, damit stellt man jetzt seine Verteidigung zusammen. Ja, ich weiß, du hast in dieser Zone ungenutzte Defensivslots. Nicht genutzte Slots bleiben bei der Stationierung leer. So, das bedeutet jetzt das Folgende. Das ist jetzt nämlich die neue Art und Weise, wie ihr Verteidigung bestimmt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ihr jetzt von Event zu Event jedes Mal neu aufstellen müsst, sondern das Spiel guckt ab sofort, was habe ich in meiner Verteidigung stehen und stellt diese Verteidigung dann tatsächlich auch hin. Das heißt, ihr müsst dort zwischen den einzelnen Events im Zweifelsfall eure Teams ändern, wenn ihr auf andere Gegner eure Strategie anpassen wollt. Ja, zum Beispiel Gegner hat eine Echse, dann stelle ich sie vielleicht nicht in die Verteidigung oder vielleicht, weil mein Gegner keine Echse hat, stelle ich sie auf jeden Fall in die Verteidigung. Nur als prägnantes Beispiel. Ja, mit galaktischen Legenden kann man das sehr genauso machen. Das bedeutet also, ihr müsst wirklich diesen Bildschirm müsst ihr ausfüllen, wenn ihr in Zukunft in der Grand Arena Verteidigung auf dem Feld haben wollt. Das nimmt ihr. Das ist eure Grundlage dafür, für diese ganze Geschichte. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Was auch wichtig ist, dass die Teams, die ich hier zur Verfügung stelle oder die ich hier bereitstelle, ich stelle es jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber, mache ich jetzt einfach mal hier, meine Excel stelle ich jetzt mal rein. Und wenn sich jetzt an meinen Schiffen hier irgendetwas verändert, irgendetwas, ja, es kann, ist vollkommen egal, was es ist. So, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ist okay, unvollständige Flotte, passt schon, mache ich irgendwann. Wenn ich jetzt hier irgendwas verändern möchte, okay, ich habe jetzt zum Beispiel dann doch noch ein Upgrade auf meiner Razor Crest gemacht, die ist jetzt stärker geworden, oder meine Hound's Tooth hat sich verändert, neue Fähigkeiten hinzugefügt, oder, was auch immer. Dann werden diese Änderungen, solange wir euch nicht in einem aktiven Event befindet, automatisch übernommen. Das heißt also kein ständiges Rausnehmen, Reinnehmen, Updaten und so weiter, sondern ihr nehmt eure Flotte, eure Charaktere, packt die in dieses Verteidigungsbildschirm in die einzelnen Slots rein. Und dann sind die da drin und ihr müsst sie nur noch updaten, wenn ihr vielleicht einen neuen Charakter freigeschaltet habt oder dann jetzt sagt, okay, jetzt habe ich doch einen Charakter noch hochgelevelt und tausche den jetzt aus. Zum Beispiel, ihr habt jetzt doch noch C3PO freigeschaltet und wollt ihn jetzt noch ins Padme-Team oder ins CLS-Team reintun oder whatever. Könnt ihr dann einfach machen und dann ist es fürs nächste Event, für den nächsten Kampf, ist das dann möglich, dass ihr das dann entsprechend nutzt. Das heißt also, ihr braucht euch da auch keine Gedanken mehr darüber machen, irgendwie Dauer was abzumachen, sondern einmal Verteidigung festlegen und dann läuft das. Und dann habt ihr ausgesorgt. Ihr braucht euch keine Gedanken mehr zu machen, Verteidigung zu stellen, Plotten, was habe ich denn nochmal hingestellt, was auch immer und ne, und wir hatten das andere. Also ein sehr, 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 sehr geiles Tool und ganz, ganz wichtig, auch das wichtigste Tool, weil ihr darüber halt eure Verteidigung bestimmt. Ganz wichtig. So, ich hoffe, ich habe das Wichtigste zu diesem Tool, zur Grand Arena, zum Schrotthändler und allem zu diesem Update jetzt für euch quasi zusammengefasst, mehr oder weniger in meiner üblichen, liebensgewürdigen, kurzen Art. Und wenn ich was vergessen haben sollte oder ihr Anmerkungen habt, schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr euch, wie gesagt, schon freuen auf das Video zu diesem hier, nämlich 3 Verteidigungen in Kaiba. Gute Idee or not? Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr emotional werden. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch aber dieses Video gefallen hat.
Deswegen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Video teilen. Und auch wenn ich in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch vielleicht das ein oder andere nicht SWGOH-Video hochlade, lohnt es sich trotzdem für SWGOH hier auf dem Kanal zu bleiben. Deswegen auf jeden Fall abonnieren und das weiter sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Wiedereinschalten, fürs Wiederdabeisein. Ich bin der Simme, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.